So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt sind wir hier schön, Moment, wie wir hier sehen, hier draußen, haben das Mädchen hier, wunderbar, müssen wir an das andere Ende der Stadt bringen. Und hier haben wir ein paar Tote und hier habe ich gerade eine kleine Störung meines Headsets. Schon besser. So, dann legen wir los. Schauen uns mal die Toten Oh, hier. ich habe Schüsse gehört, aber Alter. was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Da, dann tu das auch. Wo war Rennen? Nein, das war Ducken. Lauschen muss man. Wo war Rennen? Das ist für die Rennen. Wisst ihr, das ist echt ein Scherz. Ja, was ist denn los, Mädchen? Mal nicht so langsam hier. Alter. Ah, hier war die Taschenlampe. So. Schaut mich das Gefühl. Used Army, okay. Hat überhaupt irgendjemand einen Plan hier, wo wir hier lang sollen? Lang sollen? Vielleicht hier durch? Alter. Leute. Wo komme ich hier raus? Hä? Ist alles mit Stacheldraht gesichert. Ich habe jetzt keine Lust, die ganze Folge hier zu verbringen. Hallo? Das ist doch ein Witz. Komm hoch. Keine Mitschuld vorschützen. Alter. Ich will hier raus. Ich frag mich die ganze Zeit, wo ich hier überhaupt. Geht's hier überhaupt irgendwo raus, Leute, Leute? Leute, das ist doch was. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. So, wir sitzen heute, so wie es aussieht, die ganze Folge hier fest. Seit ich finde, wie durch Zufall einen kleinen schönen Weg. Nur wenn ja, wo ist dieser kleine schöne Weg? Alter. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich die ganze Zeit den Weg übersehe, oder? Das Problem ist, hier sind alle Dinger verriegelt. Was ist das? Ah, Firefly-Anhänger. Schön. Der Philipp. Na, bringt uns jetzt auch nicht viel weiter. Wir kommen hier nicht weg. Seltsamerweise. Ah! I found a way, I found a way. Komm, Mädchen. Hier runter. Alter Scheiße.
los, mach ihn. Ja, doch. Na, ich glaube, im Lauf doch ganz gemütlich hier lang, Mädchen. Achtung, die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Na. Gut. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Wo gehen wir hin? Da hoch. Das weiß ich selbst nicht. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Ja, genau. Mädchen, entspann dich mal. Na, hochwerfen kann ich die bestimmt nicht. Muss irgendwo eine Leiter oder irgend sowas sein. Kommen schon die Tränen hier und alles. Nee. Auf. Der Tunnel. Schmuggelt ihr Sachen hier durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Das ist gut, ne? Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin. Ist halt schön, dass man nicht rennen kann. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? 14. Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Okay. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. Alles so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Okay. Ich glaube, irgendwie, ich habe den Knopf zum Rennen verpeilt. Hier ist es. Schön gemütlich. Wenn man da mal hinschaut, ne, ist alles vorhanden, was man braucht. Eine Couch, das war's. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Oh Mann. Ja. Deine Uhr ist kaputt. Ein Albtraum. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Gutes Wetter. Richtig gut. So richtig top dieses Wetter hier. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Ja, oh Mann. Ihr sagt nicht, wir müssen dem Dreckswetter da raus. Hallo, seid ihr noch ein bisschen...
Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Ich sag, Mensch, muss wieder helfen, oder? Nein. Komm, das schaffst du doch. Frauenpower hier. Geht ab. Na los. Ja, okay. Also ja, so wie es aussieht, muss ich jetzt da ein bisschen einen auf Rasenmäher machen hier. Okay. Wer wartet am Treffpunkt? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Dann geht's jetzt wohl endlich das richtig Mädchen ab muss hier. Richtig sein. Yay. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Gott. Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Oho, oho. Schmuggeln, schmuggeln. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Schon wieder Soldaten. Nur Soldaten hier. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Ja, ja. Sieht gemütlich aus hier, oder? So. Ein paar LKWs hier und da. Da müssen wir rein, wa? Hier geht's lang. Wir wollen ja nicht gesehen werden hier von irgendwelchen Soldaten. Ne? Los, geil. Keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Wunderbar. Du scannst sie, ich melde. Wir haben es okay. Ja weit geschafft. Dann die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Au. Na dann. Scheiße. So schnell kann man das regeln, ne? Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her! Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Die Heilung. Ich glaube es nicht. Wir haben hier eine Heilung. Eine mögliche Heilung. Scheiße. Tess. Lauf. Cool. Lauf. Los. Was denn haben wir mit MG? Ich hoffe, dass er jetzt ein bisschen schneller rennen kann, die Sau. Oh, Scheiße! Bei Tote umkommen. Hier nach. Schnell. Ja. Hier, Entdeckung!
Los, los! Auf meinen Plan laufen. Kacke. Ja, das sieht nach einer ziemlichen Zwickmühle aus. Würde ich sagen, lösen wir das Ganze in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.